Ja, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Hogwarts Legacy. Ich bin da zu der Gruft dahingegangen, wo wir mit Ominister reden sollen. Sebastian ist zu weit gegangen. Du hast die Katakomben gesehen. Was? Ich kann hier nicht bleiben. Warte, Anne, bitte. Ominous, er war bereit, das ganze Dorf und sich selbst in Gefahr zu bringen, nur weil irgendein altes Relikt mich heilen könnte. Es tut mir leid, Ominous. Pass gut auf ihn auf, ja? Was, jetzt geht doch gut, mit. Dass du da bist. Nee. Ich habe deine Eule erhalten. Wo ist Sebastian? In der Katakombe. Ehrlich gesagt war ich überrascht, dass du nicht bei ihm warst. Ominous, ich... Nicht. Du hast geschworen, es Sebastian nicht mehr weitertreiben zu lassen. Und schau, wo wir jetzt sind. Es ist meine Schuld. Ich habe mich geirrt. Ich dachte, er hört auf. Ich hätte ihn früher aufhalten sollen. Jetzt steckt Sebastian echt in der Klemme. Ich gehe zurück in die Katakombe, um ihn zu suchen. Anne hat recht. Er und das gesamte Dorf sind in Gefahr. Da drin wimmelt es nur so von Inferi. Inferi? Was redest du da? Du wirst gleich sehen. Schnell! Okay. Sebastian kann nicht ganz bei Sinnen sein. Kann ich hier mal den Fluch wieder austauschen? Zu ihm da. So, betreten. Sind aber nicht die gleichen, wo wir auch mal drin gewesen. Vorher schon mal drin gewesen sind. Ist das mit höheren Werten hilft? Ja, ja, okay, ich weiß. Als wir letztes Mal hier waren, wimmelte es von Spinnen. Jetzt steht uns Schlimmeres bevor. Lass uns Sebastian finden. Wo war Sebastian, als Anne und du ihn gefunden habt? Davor. Pompada! Komm. Komm. Und weggießen. Dankeschön. Ich weiß nicht, ich finde die jetzt gar nicht mal so schlimm, die Gegner. Cool. Einfach. Ja, dann schauen wir mal, ob das der richtige Weg ist. Nö, das sind Spinnen. Das ist doch der Weg hier. Umschweben da. Und keine Spur von Sebastian. Wäre schon cool gewesen, wenn wir jetzt irgendwie so eine mega super Powerkraft hätten. Komm, sterbt jetzt. Oh, nice. Ich muss dich irgendwie anzünden. Komm. Burn. Okay, irgendwas. Disconnect, ich stelle bei meinem Computer. Ich vermute mal, es ist das Handy. Okay.
Einer noch. Komm, mach die vier. Okay, was genau? Was? Ich war so besorgt wegen Sebastian. Mir war gar nicht klar, dass Anne Solomon holen will. Als sie die Inferi sah, dachte sie zuerst, Sebastian würde angegriffen. Aber dann zeigte er ihr das Relikt und sagte, er wisse, wie man es verwendet. Die Symbole auf dem Relikt waren Inferi. Und Sebastian hat sie erschaffen? Nicht ganz. Er kontrolliert sie. Das ist mächtige schwarze Magie. Inferi zu erschaffen ist unglaublich schwierig. Aber sie zu kontrollieren... Während Anne und ich verzweifelt versuchten, die Inferi an der Flucht zu hindern, sagte Sebastian nur immer wieder, er müsse Anne heilen. Als Anne sagte, sie könne nicht bleiben, wusste ich nicht, was sie meinte. Solomon drohte zum Schulleiter zu gehen, wenn er hört, dass Sebastian schwarze Magie benutzt. Ich muss nach Hogwarts und das erste mit Professor Black reden. Ich lasse das Ganze nach einem Familienstreit aussehen. Ich komme zurück, sobald ich kann. Versuch du, Sebastian Vernunft einzureden. Das wird nicht klappen. Sei vorsichtig. Aber danke, dass du mich jetzt allein lässt. Und Finisher. Oh Mann, ich sehe nichts. Nice. Wo ging's denn da runter? War das die Richtung? Oh, da ist alles kaputt. Diese Inferi wirken überhaupt nicht kontrolliert. Oh. Nö, nee, nicht wirklich. Bombarda. Lazio, Confringo. Alter. Imperium. Bombarda. Exterior. Defeat. Komm, burn, baby. Dankeschön. Du lebst jetzt noch. Confringo. Ah, und der nächste. Ja, klar. Bombarda. Komm, ich geh drauf. Expelliarmus. Dankeschön. Und Nummer 2. Bombarda. Dankeschön. Okay, da geht's nicht. Da geht's weiter. Ah, da brauche ich garantiert dich da. Neuer Bereich. Ja, aber ja klar. Komm her. Was hat man das gebracht, dass ich jetzt hier rein... Also ja, da kommt ja eine Kiste da. Und was auch immer das da ist. Cool. Raus hier. Sebastian. Ist da hinten was Sackgasse? Dann gehen wir halt da weiter. Nee, Moment. War nicht der Gang versperrt? Ich gehe da mal lang. Was ist das? Was muss ich hier machen? Ja, der zu mir jetzt aber bitte einmal. Ah, er sieht. Und Libiusa. Ich muss irgendwie auf diesen Vorsprung kommen. Na, war's das? Oh, cool. Eklig, aber cool. So, dann wieder mit dem da austauschen. Da ist Sebastian. Ist das nicht unglaublich? Die wirken... Kann ich mir jetzt mal im Detail angucken? Okay. Also Sebastian, was hast du dazu sagen? Sebastian. Sag ich doch, das Relikt ist die Antwort. Ich wollte die schwarze Magie rückgängig machen, die Anne verletzt hat, aber damit kann ich sie kontrollieren.
So wie ich die Inferi kontrolliere. Beherrschen? Ich musste den ganzen Weg gegen Inferi kämpfen. Was habt ihr beiden getan? Accio Relic! Das Relic! Das wirst du büßen! Oh, scheiße. Ach was, ich kämpfe jetzt auch gegen ihn? Ich will doch eigentlich gar nicht gegen ihn da kämpfen. Skelette gehen auf die Nerven. Ja doch, er kämpft aktiv gegen mich. Ja, passt. Oh, au, es tut mir so leid, echt. Ja, es kommt da echt immer mehr. Na. Tschüss. So. So. Hilf mir mal, bitte. Ich glaube, ich muss mich primär auf Mutter konzentrieren. Aber es sieht ganz gut bei ihm. Alla. Autsch. Ich muss mich heilen. Halt, nein, 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 nein. Oh ja, Gott sei Dank. Wo bist du? Alla! Komm, 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 komm! Aua, das hat wehgetan. Nein, nein, nein! Weg, 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 weg! Sebastian, kannst du mal die ganzen Zombies hier mal wegmachen? Nice. Ich
war das? Oh ja, Ixen. Autsch. Es gibt keine Heilung, Sebastian. Hör schon auf. Ich lasse sie nicht leiden. Havana Kedava. Das ging zu weit. Oh, Anne. Was hast du getan? Ich muss hier raus. Ich darf ihn nicht gehen lassen. Also ich dachte mir schon, dass sowas in der Richtung passieren wird. Aber ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass es der Onkel sein wird. Aber es ist natürlich so richtig aus dem Ruder gelaufen. Oh gut, wir würden ja zigtausendmal gewarnt, dass es eine schlechte Idee ist. Halt, Sebastian! Warte! Habt ihr schon ein Begrüßungskomitee auf uns wartet? Endeffekt oder ist jetzt mehr kaputt gemacht, als es vorher gewesen ist. Was ist denn? Warum hast du nicht angehalten? Ich habe dich gerufen. Anne wird das nicht überleben. Sieh sie ich dahin. Innerlich und äußerlich. Herr Solomon war nie für uns da. Nicht wirklich. Er hat Anne aufgegeben. Ich werde das nie tun. Du hast ihn gesehen, oder? Er wollte ihr Leben zerstören. Er griff uns an. Ich musste den Todesfluch anwenden. Das verstehst du doch. Nein, das war definitiv. Hätte ich den Zauber nicht gekannt. Du bist zu weit gegangen, Sebastian. Ich kann nicht klar denken. Ich muss gehen. Ich kann nicht bleiben. Ich muss Ominous finden. Sebastian. Bitte, ich bin gerade nicht ich selbst. Treffen wir uns später in der Krypta. In Ordnung? Schon wieder? Oh. Okay, ich dachte, ich kriege jetzt das selber. Avada Kedavra? Tötet Gegner sofort, ja. Na gut, schauen wir mal kurz ins Aufgabenlogbuch. Aufträge. Weasleys wachsamer Blick. Sprich mit Professor Weasley. Okay. Bereite dich auf die Zacks vor. Ja, wobei, ich würde jetzt gerne mal mit Poppy da weitermachen. Cardi. Ne, wo müssen wir da hin? Oh, da rein. Ja, dann Schnellreise in den verbotenen Wald.
Bin ich sehr gespannt, wie wir den jetzt treffen, ohne dass wir umgebracht werden. So, einmal fliegen. Ist ja Gott sei Dank nicht weit. Ist das nicht die gleiche Stelle wie beim ersten Mal? Oh, er ist schon da. Okay. Und das geschah, nachdem du den Mondstein platziert hattest. Weißt du warum oder was es bedeutet? Hat es mit den Schnatzern zu tun? Das Wissen einer Person kann weit sein wie die See, doch seiner Tiefe sind Grenzen gesetzt. Schön, dich wiederzusehen, Doran. Hat Poppy dir schon alles erzählt? Das hat sie. Und ich bin froh, dass ihr beide sicher zurückgekehrt seid. Ich zweifelte an der Weisheit, euch auf einen Weg zu schicken, der bestenfalls unbekannt und schlimmstenfalls tödlich war. Aber der Weitblick der Zentauren ist weder persönlich noch einseitig. Der Himmel sagt uns, was kommen wird. Und oft verstehen wir nicht, was wir gesehen haben, bis es eingetreten ist. Du wusstest, dass die Wilderer Poppy und mich töten wollten? Ich kannte meine jungen Freunde noch nicht. Allerdings war ich auch nicht überrascht. Es war ganz so, wie ich unser erstes Treffen erwartet habe. Könnten wir vielleicht ganz von vorne anfangen? Das würde Poppy und mir sehr helfen. Ja, natürlich. Ich finde, das ist oft der beste Einstiegspunkt, nicht wahr? Vor vielen, vielen Monaten sah ich gewisse Ereignisse voraus, die ich lange nicht zuordnen konnte. Bis ihr mir von den Schnatzern und den Wilderen erzählt habt. Ich glaube, das Symbol, das durch den Tanz der Mondkälber entsteht, markiert den Ort, an dem die Schnatzer versteckt sind. Wie es der Zufall will, kenne ich diesen Ort. Bitte fahre fort. Ich habe dieses Symbol bisher nur einmal gesehen, an einer Felswand der Steilhänge im Wald. Dann ist Eile geboten. Die Schnatzer, die dort versteckt gehalten werden, sind vielleicht nicht mehr sicher. Wenn du mit diesem Ort recht hast, sollten wir uns auf den Weg machen. Wir sehen uns dort. Okay. Wir dürfen die Schnatzer nicht noch einmal verlieren. Ist es denn weit weg? Marker? Kann ich fliegen? Oder wie jetzt? Okay. Hä? Aufträge? Irgendwas stimmt jetzt hier nicht. Ich glaube, ich hat sich jetzt einfach nicht aktualisiert. Hat sich jetzt die Mission jetzt aufgehängt? Steil. Neuer Auftrag verfügbar. Ja, ich glaube, das soll so nicht sein. Außer der ist jetzt hier gekommen. Ah doch, da. Cassius. Wo ist das Ganze? Ach, da hinten. Einmal Schnellreise. Ja, doch, das glaube ich war jetzt irgendwie ein komisches Ende. Wirkt wie ein nettes kleines Örtchen. Ja. So, da oben. Und absteigen. Jetzt dahin. Einfach unglaublich. Ah, okay, verstehe. Und wie war die Reise? Ich bin so schnell gekommen, wie ich konnte. Siehst du das Symbol über dem Eingang? Die Mondkälber am Steinkreis haben das Gleiche gemacht. Natürlich deutete Doran das an, aber es da zu sehen... Könnten die Schnatzer wirklich hier versteckt sein? Finden wir es raus. Doran wartet weiter vorne auf uns. Dann lass uns gehen. Kannst du das fassen? Was wetten, dass die Herde dann... Dass die Herde dann noch kommen wird von ihm. Wilderern wohl einen Schritt voraus sind.
Etwas seltsam, dass wir nichts von ihnen gehört haben. Mit etwas Glück hängen sie noch immer über Omas Forschung. Sie hat eine ganze Menge. Und wir haben Doran auf unserer Seite. Selbst wenn die Wilden für den Moment zumindest stoßen, sind wir bis dahin längst weg. Ah, ein Rätsel. Alles klar. Ich grüße euch. Servus. Ich hoffe, du wartest noch nicht lange, Doran. Keineswegs. Andererseits bin ich nicht der, der euch erwartet. Habt ihr den Mondstein mitgebracht? Haben wir? Gewiss. Gut. Er ist so wichtig für das, was jetzt geschieht. Ebenso wie ihr beide. Und was geschieht jetzt? Was sind diese Säulen hier? Vermutlich eine Schutzmaßnahme. Es gibt nur einen Weg, es herauszufinden. Und was die Lösung dieses Problems betrifft, wisst ihr beide es wohl am besten. Okay. Na dann, kugel mal deine Unit hier rein. Aha. Symbol. Hier unten sind auch Symbole. Das ist der falsche Zauber dafür. Vielleicht der hier oder der hier. Wingardium Leviosa. Nö, der ist es nicht. Ach, hier. Ich frage mich, ob die Säulen sich bewegen. Ja, tun sie. Aber was genau bringt mir das? Warum sollte ich die Säulen bewegen? Auge. Wir machen mal... Wo ist das Sonnensymbol? Ah, das ist hier. Ach, hier. Komm da mal hin. Das passt so. Und Kreis mit irgendwas drum. Das ist der hier. War's das? Nee, ne. Was sind die beiden überhaupt gleich? Nee, das sind nicht gleich. Vielleicht hat es was mit Licht und Dunkelheit zu tun. Ja, was du nicht sagst. Was könnte das sein? Oder müssen wir genau umgekehrt stehen? Akio. Komm du mal daher. Und der jetzt irgendwie darüber. Scheint es auch nicht gewesen zu sein. Was könnte das sein? Oder müssen die da auf diesen Zwischendingern sein? Ich glaube es ja irgendwie nicht. Ach hier. Na komm. Wie jetzt? War das jetzt richtig? Und da leuchtet das. Warum leuchtet das jetzt? Jetzt leuchtet der Mond. Warum leuchtet jetzt der Mond? Ach hier. Das ist, wenn du auf dem anderen da stehst. Vielleicht hat es was mit Licht und Dunkelheit zu tun. Jetzt leuchtet das da hinten. Okay, wie kriege ich die Sonne zum Leuchten? Was, dann kommst du mal irgendwie hier hin. Komm her. Das war's. Ah, geil. Ein Durchgang.
Haben Sie die Kugel geschafft? Wir alle wissen, was dahinter liegt. Und jetzt? Also, wir vermuten es, wir wissen es jetzt nicht. Der goldene Hochsitz. Du kommst okay. Nicht. Da war aber schon lange keiner mehr. Revelio. Oh, aber Kiste kommt mit. So viele Bücher. Du kennst das Arbeitszimmer meiner Oma nicht. Sieh dir die Malereien an. Confrido! Dieser Ort muss zu ihrem Schutz. Hab's doch gewusst. Sein. Sie hatten nichts zu befürchten. Wie kommst du darauf? Die Wildererlager fühlten sich immer so erdrückend an. Dieses Gefühl war überwältigend. Zumindest für mich. Hier spüre ich nur Sicherheit und Ruhe. Das Gegenteil von einem Wildererlager. Ja, aber ein bisschen Instandhaltung, glaube ich, wäre hier nicht schlecht. Da geht's weiter. Ich wette, dass das nicht wirklich eine Sackgasse ist. Aber wie kommen wir weiter? Oh, vielleicht. Ah, I see. Also das mit dem Hin- und Herbewegen manchmal ist ein bisschen doof. Vor allem, wenn man es aus der Distanz macht. So, komm her. Geh auf das Teil darauf. Oder du warst auf Feuer. Und auf die andere Seite rauf. Komm her mal. Oder? Und Nummer 2 ist ja easy. Wingardium Leviosa. Also, Kollege, du warst Feuer. Was verstehst du? Wingardium Leviosa. Was? Nein! So dumm. Was ist das? Ach, mal. Oh, das ist Eis. Noch einmal Wasser. Ah. Oh, cool. Natürlich. Wie clever. Wisst ihr, an was mich der Platz jetzt erinnert? Und zwar A Plague Your Tale Requiem, im letzten Teil, wo wir in diesem Anwesen drin sind, der Innenhof mit dem Baum. Irgendwie erinnert mich das an das. Naja. Holy shit. Was war das? Da haben wir wohl jemanden reingelassen. Nice. Sie können es halt einfach nie lassen. Okay, das war's. Ah, da ist er ja. Oh. Mit Begleitung. Wandeln wäre halt schon auch nochmal cool gewesen. Nice. Geh weg.
Okay, wir haben wieder Hilfe. Ich glaube ja, wenn man dann Avada Kedavra machen dürfen, hat er eine extrem hohe Abklingzeit. Halt. Oh, scheiße. Okay, cool. Ich glaube, das waren alle. Seid ihr unverletzt? Ja, beides geht. Bevor es zu spät ist. Uns geht's gut, aber wärst du cool. nicht rechtzeitig gekommen. Cool, du wirst mit dem reden. Ja, geil. Ich hab sie hergeführt, Doran. Du hast mit uns gegen deine Art gekämpft. Ich bin froh, das gesehen zu haben. Wo ist sie denn? Jetzt glaube ich, was Doran mir sagte. Sie sind es, die ich sah, Alec. Beende deine Arbeit hier, Bruder. Noch nicht alles, was du vorhergesehen hast, ist geschehen. Okay. Feuer und Eis? Achso, wir können einfach aufmachen. Schick. Da sind sie. Jetzt müssen wir nur noch den Zauber brechen. Und ihr wollt, dass wir... Ich wollte immer nur, dass sie sicher sind. Und das sind sie. Du solltest das tun. Oh, was? Bei Merlin, wie wunderbar. Nur wohin mit ihnen? Sie brauchen noch Hilfe. Und sobald jemand von ihrer Rückkehr erfährt... Ihnen wird nichts geschehen. Die Zentauren sorgen dafür. Das schwöre ich. Danke, Doran, für deine Hilfe bei der Suche und deinen Einsatz. Die Ehre gebührt ganz allein dir, Kind. Die Wilderer hätten das nie getan. Vergiss das nie. Ihr habt heute mutig gekämpft. Erlaubt uns, ab hier zu übernehmen. Alles klar. Wenn es dir nichts ausmacht, Doran, würde ich gern bleiben und noch etwas Zeit mit den Schnatzern verbringen. Okay, das heißt, für uns war's das. Ja, schön. Schön, schön. Aber wir hätten heute auch noch einen sicheren Raum. Andererseits, in der Natur wäre es natürlich am besten. Hoffen wir mal, dass sie sich da wieder erholen. So, wann geht's da mit Sebastian weiter? Aufträge. Pius Peterson. Gehen wir mal zu Professor Weasley. Okay. Ganz Weg wieder rauslaufen. Sonst war hier ja nix. Nö. Ja, aber Platz haben sie hier zum Rumfliegen. Solange das Ganze hier nicht einstürzt.
ab in die Freiheit. Frag mich, wie lange diese Nachkampagne noch geht. Entschuldigung. Man sieht ja wie so eine Art Hauptding aus, da jetzt mit Weasley. Oh, ist wieder hell. Alles klar. So, kann ich jetzt schnell reisen? Hogwarts, bitte. Da dahin. Ach, du bist irgendwie da unten. Vermutlich hier am schnellsten. Hoffe ich. Aber das sah jetzt irgendwie nach Erdgeschoss aus und da ganz in der Nähe bei der Tür. Das ist definitiv Erdgeschoss. Da ist. Na, da war keine Tür. Jetzt da rein. Yes. Ah. Das kannst du laut sagen. Ich habe eine der Kristallkugeln in Wahrsagen fallen lassen. Okay. Muss das so? Professor Weasley, wo sind Sie? Überlebt, sollte ein Mond. War ich jetzt so weit ab vom Schuss gewesen? Gibt's doch nicht. Komm, lauf weiter. Da ist es ja. Servus. Professor Weasley, Sie wollten mich sehen? Allerdings. Wir haben nicht mehr gesprochen seit... Ich weiß, dass Sie Professor Fig sehr nahe standen. Hogwarts wird ohne ihn nicht dasselbe sein. Nein, wird es nicht. Aber er würde sicher wollen, dass wir weitermachen. Und er wäre beruhigt, wenn er wüsste, dass die Zukunft der Welt der Zauberei in Ihren Händen liegt. Vielen Dank, Professor. Es war ein großes Jahr für Sie, in und auch außerhalb von Hogwarts. Es gab viele Gerüchte. Sie hätten ein Grabhorn geritten, sich mit einem Kobold angefreundet und Hippogreife gerettet. Dass Sie es sogar geschafft haben, Professor Blacks Hauselfen zu helfen. Woher? Es ist schwieriger, hier Geheimnisse zu bewahren, als man denkt. Ich bin froh, dass Sie in Miss Sweeting eine so gute Freundin haben. Schön, dass sie mehr Kontakt zu ihren Mitschülern aufnimmt. In letzter Zeit wurden in der Nähe offenbar Schnatzer gesichtet. Wenn man den Zentauren glauben darf, stecken zwei Hogwarts-Schüler dahinter. Ich bin nicht sicher, worauf. Schon gut, nicht der Rede wert. Was ich gerne besprechen würde, ist Ihr Zaubererhandbuch. Darf ich es sehen? Natürlich. Was sagen Sie, Professor? Sie waren eifrig dieses Jahr. Ich sehe hier Fortschritte, aber ein großer Teil des Handbuchs muss noch vervollständigt werden. Zum Glück haben Sie noch Zeit, um sich auf die ZAGs vorzubereiten. Von dem Moment an, als Sie zu spät zur Einführungsfeier hereinstürmten, hatte ich so ein Gefühl, was Sie angeht. Ich bin froh, dass mein Instinkt mich nicht getäuscht hat. Wenn man bedenkt, dass Sie erst seit einem Jahr bei uns sind und bereits Ihre ZAGs ablegen, das ist schon erstaunlich. Vielen Dank, Professor. Für alles. Gern geschehen. Ich bin schon gespannt, womit Sie Ihre restliche Zeit bei uns wohl verbringen werden. War das so quasi die Anspielung auf 100% hier alles bringen? Oder gibt es jetzt effektiv einen Auftrag für die ZAG? 34. Ich sollte an der Jahresabschlussfeier in der großen Halle teilnehmen. Okay, schließe dein Zaubererhandbuch ab. Was? Also wirklich 100% und dann geht's erst weiter?
Ja, nee, Leute, das mache ich jetzt. Na, 100% nee. Das, aber wenn also DLC oder sowas ähnliches kommt, dann muss ich auf alle Fälle vielleicht mal reinschauen. Und schade, dass jetzt mit Sebastian da nicht weitergeht. Ich dachte, da kommt jetzt noch irgendwie was. Hm. Komisch. Ich muss dann mit Sebastian noch mal ein bisschen recherchieren. Beziehungsweise ich mache das jetzt gerade mal. Und schauen, ob ich da jetzt, ob da noch was kommt oder nicht mehr. Ich bin gleich wieder bei euch. Okay, da bin ich wieder da. Ich habe ein bisschen recherchiert und ja, es geht tatsächlich weiter. Aber nur ein allerletztes Mal. So ein Sebastian in der Krypta treffen. Ich habe noch mal kurz die Zeit ein bisschen vorgespult. Und wir müssen dann eine ganz bestimmte Antwort geben. Auf das, was dann im Dialog gleich kommt. Und dann lernen wir Avada Kedavra. Oh. Sie ist am Boden zerstört. Sie hat euren Onkel begraben. Allein. Ich tat es für sie. Sebastian, Anne könnte es nicht ertragen, dich auszuliefern, aber... Was? Mich ausliefern? Sie hat gesehen, was passiert ist. Ich gebe dir Zeit zum Nachdenken, Sebastian. Mich ausliefern? Sebastian. Hast du das gehört? Du hast es doch gesehen. Ich wollte meinem Onkel nie wehtun. Ich weiß. Unfassbar, dass er tot ist. Wie konnte das nur so schief gehen? Das wollte ich nicht. Ich wollte nicht. Oh, Anne. Ich wollte nur helfen. Ich kann jetzt nicht gehen. Anne braucht mich mehr denn je. Du verstehst es. Du kannst mit Ominous reden. Bring ihn zur Vernunft. Er hört auf dich. Ich muss zu Anne. Na gut. Keine Sorge, Sebastian. Ich rede mit Ominous. Danke. Du bist wirklich ein guter Freund. Naja. Ja, wie es jetzt weitergeht. Ich bin froh, dich zu kennen. Wo ist er denn? Armer Sebastian. Ominous? Ach, da hinten. Woll nix sehen. Oh doch. Ominous. Eine Katastrophe. Unglaublich. Nach dem letzten Treffen ging ich direkt nach Hogwarts. Bevor ich mit Black reden konnte, hörte ich von Anne. Ich bin sofort nach Feldcroft und fand sie bei Solomons Leiche. Sie war außer sich vor Kummer. Einerseits soll Sebastian die Konsequenzen tragen, andererseits erscheint es ihr unvorstellbar. Ich will Sebastian nicht verlieren, aber wir haben wohl keine Wahl. Ja, das ist jetzt die Antwort. Nicht verraten. Wir haben eine Wahl. Was bringt es, ihn jetzt auszuliefern? Er bereut es offensichtlich sehr. Er wird so etwas nie wieder tun. Das hat er schon oft behauptet. Aber wir müssen auch an Anne denken. Sie ist krank und hat jetzt ihren Onkel verloren. Willst du ihr auch noch ihren Bruder nehmen? Ich verstehe, was du meinst. Vielleicht hast du recht. So sehr ich glaube, dass Sebastian für seine Taten büßen sollte, würden wir damit auch Anne bestrafen. Ich hoffe, wir tun das Richtige. Ich rede mit Anne. Wenn ich es bin, stimmt sie dem Ganzen sicher zu. Danke, Ominous. Du bist ein guter Freund. Was auch vor uns liegt, wir müssen es gemeinsam angehen. Das weiß ich. Okay. Alles klar. Also das war jetzt das Gespräch. Und wenn jetzt nochmal Zeit vergeht, dann können wir wohl Avada Kedavra lernen. Wir lassen nochmal Zeit vergehen. Und angeblich wäre er dann hier drinne. Noch mehr Zeit vergehen lassen? Oder soll ich vielleicht hier rausgehen? Ich glaube, ich gehe hier mal raus. Tschüss. Das war jetzt irgendwie nicht so, wie es im Geig gestanden ist. Wollen wir hier draußen nochmal die Zeit vergehen lassen.
Einmal F. Ja, danke schön. Ich habe darüber nachgedacht, was du mir in der großen Halle erzählt hast. Ich würde gerne mit dir sprechen. Komm so schnell wie möglich in die Krypta. Ah, da ist es. So, Servus. Schön, dich zu sehen. Sebastian, ich habe deine Eule bekommen. Was ist los? Ominous hat Anne gesagt, was mit meinem Onkel Solomon geschehen ist. Sie meint, ich müsse dafür gerade stehen. Aber sie will mich nicht ausliefern. Sie meinte, die Schuld, mit der ich leben muss, sei Strafe genug. Es tut mir so leid. Aber ich bin froh, dass du jetzt deinen eigenen Weg gehen kannst. Die Sache ist, ich glaube, ich habe meine Schwester, mein Zwilling, für immer verloren. Sie will mich nicht mal sehen. Ich kann es ihr nicht verübeln. Ich kann es keinem von euch verübeln, wenn ihr mich jetzt aufgebt. Ihr habt an mich geglaubt und ich habe euch enttäuscht. Anne braucht vielleicht nur etwas Zeit. Sicher vergibt sie dir irgendwann. Ich hoffe, du hast recht. Ich weiß, ich kann es nicht rückgängig machen, aber ich kann jeden Tag versuchen, es besser zu machen. Ich schulde dir und Ominous viel für euren Beistand. Es war nicht leicht. Aber ich glaube an dich, Sebastian. Ich hatte schon am ersten Tag in Verteidigung gegen die dunklen Künste ein gutes Gefühl bei dir. Das scheint Ewigkeiten her. Danke. Ich weiß nicht, was auf mich zukommt, aber ich bin dankbar für deine Freundschaft. Gut, dass du nach Hogwarts kamst. Jetzt kann ich aber interagieren. Ich wollte fragen, ob du mir einen Fluch beibringst, den du erwähnt hast. Ach ja, welchen? Der Todesfluch. Ich möchte lernen, wie man den Todesfluch wirkt. Nach all dem, was passiert ist? Nun gut, du musst deinen Zauberstab sehr präzise führen. Die Beschwörung lautet Avada Kedavra. Willst du noch andere Flüche lernen? Nee. Das ist alles, was ich lernen wollte. Danke. Natürlich. Dieses Wissen würde ich niemandem sonst auf der Welt anvertrauen. Lass uns bald nochmal sprechen. Jetzt mit einer... Ach, okay, da ist die Übung. Nice. Avada Kedavra. Geil. Und jetzt gibt es nämlich einen Talentpunkt, den ich vergeben möchte. Dunkle Künste. Und der sagt, das Töten eines Gegners mit Avada Kedavra tötet alle verfluchten Gegner. Das machen wir. Und jetzt müssen wir irgendwo raus. Ich will das ausprobieren. Weltkarte. Keine Ahnung. Mal hier hin. Im verbotenen Wald. Da gibt es garantiert ein paar Gegner. Na komm, Spiel. Nice. Ausrüsten. Dann machen wir das mit Kruz. Nein, ich mach das in der Kombi. Oh, Gegner. Gegner. Ach, da muss ich rein. Ach, mein Testkollege hier. Wow. Okay. Das fetzt und hat entsprechend einen extrem langen Cooldown. Wäre sonst ein bisschen zu mächtig. So. Die letzte Sache, die ich jetzt noch nachschaue, ist bezüglich des mit dem Zaubererhandbuch. Ob ich das wirklich 100%... Oh, die blüht auf. Was? Ich habe die Wilderer besiegt und das Schnatzegerät. Ich frage mich, wie es ihr nach all dem geht. Also das war zum Abschließen noch. Ich schaue wegen dem nochmal nach. Und wenn es wirklich 100% sind, die ich brauche, dann glaube ich, werde ich cheaten, damit ich euch das zeigen kann. Und dann geht es gerade weiter. Also ein kleiner Cut nochmal für euch. Okay, da bin ich wieder.
Und ich habe ein bisschen gecheatet. Ich spiele ins Level 40. Und jetzt können wir die letzte Host-Mission noch machen. Zumindest sagt das Netz, dass es wohl die letzte Mission ist. Und dann werden halt nur die ganzen Nebenaufträge. Und wir sollen zur großen Halle gehen für die Abschlussfeier. Das tun wir. Damit wir das halt noch sehen. Weil das hätte mir jetzt fürs Let's Play ein bisschen zu lange gedauert, da hoch zu leveln. Aber wenn ich für mich privat dann weiterspiele, mache ich von meinem eigentlichen Safe Game wieder weiter. Dieses Jahr hat unsere Schülerschaft die Tapferkeit von Godric Gryffindor gezeigt. Beruhigen Sie sich. Die Loyalität von Helga Hufflepuff. Die Weisheit von Rowena Ravenclaw. Und die Ambition von Salazar Slytherin. Also, den diesjährigen Hauspokal gewinnt... Schulleiter, Verzeihung, wenn ich dürfte. Es gibt jemanden mit unglaublichem Heldenmut während des Angriffs auf Hogwarts. Ganz zu schweigen von den ausgezeichneten Noten im Unterricht. Gerade erst frisch zu uns gestoßen. Nun, das scheint mir doch auf jeden Fall... sagen wir mal, 100 Punkte für das Haus wert. Finden Sie nicht auch? Ah, ja. Danke, Professor Weasley. Wir haben wohl einen Gewinner. Ich glaube, das war jetzt so ganz dezent verpackt, auch mit dem Ton, da hat mit der Abmischung was überhaupt nicht funktioniert. Aber das war die letzte Postmission. Liebe Leute, danke an alle, die bis zur letzten Episode mit dabei gewesen sind. Es hat mir richtig viel Spaß gemacht, Hogwarts Legacy zu spielen. War mal was anderes. Gerne wieder mehr Spiele, so wie Hogwarts Legacy. Die dürfen dann auch gerne mal 5-6 Jahre in der Produktion sein. Aber wenn dann die Qualität so ist wie da... Wow, da warte ich dann gerne drauf. Wahnsinn, also wenn ich offiziell Punkte vergeben könnte, dann wären es, ja, würde ich mal sagen, 95 von 100 Punkten. Und die 5 Punkte Abzug sind für die minimalen Bugs, die man da gesehen hat. Also wenn man einmal dieses Mega-Lagging gehabt, dann ab und zu mal Sound-Abmischprobleme und ein Crash. Aber ansonsten
ist uns nicht wirklich viel aufgefallen beim Spielen. Hat alles super geklappt. Gutes Quality Control. Nicht so wie bei anderen, zum Beispiel Daftel Games. Nee, wirklich, wirklich gelungen. Wäre natürlich schön, wenn da irgendwie noch DLCs oder noch was anderes kommt. Also, ich hoffe, sie bauen aus dem Ganzen auf, was sie da jetzt gemacht haben. Sehr geil, sehr geil. War jedenfalls jeden Penny wert, was man da für das Spiel ausgegeben hat. Also, damit endet vorerst mein Let's Play von Hogwarts Legacy. Und wenn es was Neues gibt und das ein bisschen was Längeres ist, dann glaube ich, werde ich mir das jeden Fall anschauen und dann gibt es vielleicht ein paar Zusatzepisoden. Also, bis denn dann, macht es gut und mal schauen, in welchem Spiel wir uns als nächstes sehen werden. We'll be right back.
Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.